Hallo zusammen, ich bin Besuch Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Slay the Spire. Nicht im Aufstiegsmodus, sondern auf unserem Weg zum Endboss. Wir müssen noch einen Sieg hinkriegen mit dem... What? Hä? Mit dem ersten, What the f... What? Happened? Ich habe nicht gespielt, seitdem ich nehme die gerade nach der letzten Folge auf und wir haben den Endboss besiegt. Egal. Sorry, ich bin ja komplett verwirrt und habe den Faden verloren. Warum? Ich hoffe, wir haben den Sieg noch vom letzten Mal. Bin ich jetzt im falschen Spiel? Bin ich irgendwie in der Beta oder so? This is not good. Okay, egal. Ich schaue nochmal kurz nach. Speichern und verlassen. Ja, yeah, bin sicher. Wenn ich jetzt hier nochmal rausgehe, jetzt wird es kurz schwarz, tut mir leid. Bist du normal oder bist du Beta? Wieso ist jetzt... The fuck are you doing with your life? Nee, du bist normal, das sollte eigentlich stimmen. Ich meine, wie soll es auch sein, dass es plötzlich sneakily die Beta runterladet, während ich eigentlich... nur kurz aus dem Spiel rausgetappt habe, das kann ich mir ja nicht vorstellen. Komisch. Komisch, okay, egal. Ich meine, es kommt nicht so wirklich drauf an. Ich hoffe nur, der letzte Sieg ist jetzt nicht irgendwie weg. Wir brauchen jetzt nicht wirklich einen Bonus hier. 2 Feuer, 3 Feuer. 4 Feuer, ein Haufen Shops. I'm a big fan of that. Einmal Schlag, zweimal Schlag. Und dreimal Schlag. Macht hier am meisten Sinn, will ich mal sagen. Schmettern, Schlag. Wir haben leider nur 3 Energie, wie man so normalerweise hat am Anfang. Was trotzdem eine sehr traurige Geschichte ist. 12 Gold, erhalte Flammenwald, Blutband oder Standhaft. Muss eigentlich alles nicht sein. Ich meine, Flammenwald kann gut sein. Vielleicht hätte ich mir Flammenwald holen. Wurscht sollen, wollte ich sagen. Das ist natürlich cool. Kann ich beides machen? Ich könnte sogar beides machen. Mal einen Schlaglos und holen uns Muskelspiel, wenn es schon so verbilligt hier rumsteht. Machen wir Muskelspiel. Schmälern. Nehmen wir ein bisschen Schaden in Kauf. Bei 6 heilen wir ja eh am Ende des Kampfes wieder auf. Oh, das bringt jetzt gerade viel. Haben wir vielleicht sogar gute Chancen, nicht jetzt gleich zu killen. Nice. Kopfnuss, Aufrüsten oder Blutfluss? Ich meine, Kopfnuss kann gut sein. Mit vielen Karten. Wir nehmen uns nochmal Max-Trefferpunkte. Bis deppert haben wir viele Trefferpunkte mittlerweile. Naja, den einen Elite müssen wir auf alle Fälle mitnehmen, weil wir haben nicht mehr so viel. Wir nehmen den goldenen Götzen und erleiden den Schaden dafür. That's totally fine. Ja, wir fangen gleich so an. Man kann jetzt, wenn man Schmettern auch noch nicht verbessert hat, ihm tatsächlich verletzlich oder verwundbar draufgeben, ohne dass er aufwacht. Aber ich glaube, wenn wir da auch Muskelspiel gleich am Anfang haben, ist so die bessere Idee. Kopfnuss, nehmen uns Muskelspiel zurück. Einmal, zwei, dreimal. Nochmal Muskelspiel, wieder verwundbar, wieder draufgehauen. Das ist jetzt gerade wieder perfekt, dass ich die 4 verteidigen bekomme, wenn er gerade nicht angreift. Das wird jetzt echt schlimm ausgehen. Was ist jetzt ein Verteidigen? Wir sind fast tot, aber ich kill dich gerade vorher noch, glaube ich, nächste Runde. Gott, war das deppert! Autsche. Unangenehmer Kampf. Einmal, zweimal. Dafür, dass wir nicht im Aufstiegsmodus sind, noch dazu. Ein Imskelassen gefällt mir immer. Wir müssen jetzt leider mal ausruhen. Wenn mir das nicht so taugt. Weil es ist, wie es ist. Einmal, zweimal, dreimal. Da bringt natürlich gleich mal der Murmelsack einiges. Muskelspiel, Schlag, Imskelassen. Verteidigen wir nochmal. Jetzt erst das Imskelassen machen sollen. Einmal, zweimal, dreimal. Bisschen mehr aufgeheilt wieder. Was wichtig war. Vielleicht kommen wir ohne weiteres Heilen aus. Wobei, jetzt kommen noch die geschissenen Gegner.
12 plus 9 reicht leider auch nicht. Dann gehe ich lieber auf dich los stattdessen. Vielleicht machst du dich jetzt stärker. Nein, aber er ist schon stärker. Wenn wir mal Muskelspiele, müssen wir da noch einmal draufhauen. Können wir da einmal nimm's gelassen machen. Jetzt da nochmal draufhauen. Den einen Schaden. Steck ich weg. Einmal Muskelspiel draufgehaut. Nochmal draufgehaut. Und meine Schwäche kennen. Ist eigentlich immer nett. Wir können hier mal das Muskelspiel verbessern. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich verbessere. Habe ich ihn beim ersten Feuer gemacht. Also geheilt natürlich. Logisch. Ich dachte, vor dem Elite war noch ein Feuer, aber dem war ja gar nicht so. Muskelspiel, verteidigen, Schlag, Kopfnuss. Gehen wir Muskelspiel wieder. Nein, dann nehmen wir jetzt mehr Schaden als mal heilen. Das ist eigentlich nicht so cool. Bin schon auf andere Dinge gegangen, als jetzt noch den flammenden Hieb zu nehmen. Sollte sich nicht so auszahlen, glaube ich. Schwäche kennen. Sollte nochmal eine Karte loswerden können. Und Flammen noch dazu. Das ist natürlich interessant jetzt da. Oder lieber. Karte loswerden und Bumerangschwert. Macht vielleicht mehr Sinn. Obwohl. Karte loswerden können wir immer, Bumerangschwert können wir auch immer bekommen. Ich glaube, ich nehme doch eher das. Relikte, gut. Schmieden, schmettern, Kopfnuss, nimm's gelassen. Doppelschlag, ich denke mal, es nimm's gelassen. Besser. Das Schmettern besser machen bringt halt nur was für die. Was aber natürlich auch was ist für die. Ich habe meine Energie mehr. Welche Blume. Bin ich mehr verwundbar. Muskelspiel. Ich weiß nicht, ob es das einmal verwundbar jetzt wert war. Vor allem, wenn es jetzt ist, wo wir eh nicht wirklich angreifen wollen. Wenn die Stärke hilft. Wir blocken einfach zweimal. Du, 33 reicht nicht. Also machen wir 1, 2, 3. Muskelspiel, Schmettern und ein ziemlich fetter Doppelschlag. Nimm's gelassen. Schwäche erkennen. Schlag. Ein Schaden. Ist ja auch egal. Außerdem heilen wir nachher voll auf, so who cares. Gesetzt im Fall, wir sterben nicht. Obviously. Was nicht gesagt ist, selbstverständlich. Einmal. Jetzt habe ich Muskelspiel, jetzt habe ich aber nur zweimal. Erinnern müssen wir auch mal kurz ein bisschen drauf haben, zumindest. Sonst kommt er noch irgendwann zu seinem Mörderangriff und dann ist alles ganz schrecklich und wir sterben und überhaupt. Und oh mein Gott. Einmal, zweimal und erledigt. Okay. Schnitter, dunkle Hingabe, immer Loch. Ich glaube, Schnitter macht bei einem Stärkebild einfach viel Sinn. Ein leerer Käfig wäre auch keine schlechte Idee. Oder zerbrochene Krone. Ich glaube, ich nehme zerbrochene Krone, weil ich einfach Energie gerne mag. Zwei Feuer, drei Feuer, vier Feuer, ein Shop. Ist fein. Nicht zu viel nachdenken. Schwäche kennen. Schnitter bringt halt noch nichts. Einmal zweimal. Bringst du schon ihn um? Ja. Dreimal. Viermal. Kein schlechter Anfang. Den Doppelschlag. Nimm's gelassen. Schlag. Juli Schuli und dann einmal schmettern und dann wärst du tot. Schade, dass der Schnitt dann immer auftaucht ist. Nöp, brauche ich nicht. Dankeschön. Den Schnitt, den wir am Anfang haben, macht eigentlich nicht so wahnsinnig Spaß. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. Wir machen mal einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und gib mir den Schlag wieder. Und wir hätten das nimmst gelassen spielen können und uns jetzt wiederholen sozusagen damit. Wäre auch eine Idee gewesen. Das mal draufgehauen. 5 Blocks. Leider nicht so wahnsinnig viel.
Ich komm. Okay, das war ziemlich sau. Ich habe nicht gesehen, dass wir so wenig Energie haben. Das hätte ich nämlich, wenn ich noch einen Schlag gezogen hätte, gar nicht ausgegangen, glaube ich. Yo! Karte loswerden, Karte loswerden, Karte loswerden, Karte loswerden, Karte loswerden, Karte loswerden, Karte loswerden! Nice! Wenn eine Karte ist im Deck. Wir werden als nächstes ein Schlag los. Denn, wo haben wir jetzt gesagt, gehen wir durch da, gell? Den, da haben wir nämlich ein Feuer weniger, wenn wir da durchgehen. Ja, nein. Das ist alles nix. Niemand von euch greift an, wenn ich am Anfang die Schwäche erkennen habe. Nicht cool. Sei mal nicht cool. Okay. Da gibt es schon wieder beide nicht an. Interesting. Schmettern. Oh man. Mal wenigstens wieder auf Max jetzt spielen. Du verlierst ein bisschen Leben. Auch wenn es insgesamt natürlich nicht so wahnsinnig viel bringt. Sag mal, es geht ja mal nicht aus, gell? Ah, ist das eine Chance, ey. Und jetzt greifen schon wieder beide nicht an. Ich bin packe ich mein Leben denn noch? Ja, jetzt machst du die Stärke. Ich mache mich so nicht. Jesus Christ. Nochmal 7 Schaden. Jetzt hätten wir den Schnitter doch lieber behalten gehabt. Bamsti. Okay. Eine verbesserte Metallschicht nehmen wir. Ihr greift beide an. Nicht sehr sympathisch von euch. Dich holen wir mal von deinem hohen Ross und hauen gleich nochmal drauf. Genug geblockt. Ich muss sagen, der Murmelsack macht schon einen Unterschied. Machen wir mal Muskelspiel Metallschicht. Dann setzen wir die hier mal aus den Socken sozusagen. Dann holen wir uns das Muskelspiel zurück, obwohl das natürlich jetzt zu einem Benommen führt. Dafür haben wir Schwäche kämpfen, das ebenfalls zu einem Benommen führt. Dann haben wir Muskelspiel. Dann haben wir Schmettern in Yo Face. Und dann haben wir 3 Benommen für den nächsten Zug, was doch auch nett ist. Moment. Dieser Schatz. Erinnert ihr schon mal? Dieser Schatz. Okay, wir machen das jetzt weird. Tut mir leid. Muss sein. Habe ich beschlossen. Ja, wir verteidigen jetzt für 20 Block. Schau dir den Scheiß drauf und gehen wir nochmal aufrüsten. Es geht nicht so, dass wir da die ganze Zeit dermaßen viel Schaden nehmen, wenn es eigentlich wirklich nicht notwendig ist, dass man überhaupt jenen Schaden nimmt. Weiter? Okay. Sind wir das Benommen nicht losgeworden? Not a fan of this. Simply not a fan. Simply not a fan. Und ich kann das nicht spielen. Das hätte ich auch wissen können. 6 Schaden. Ich glaube, es sind jetzt 6 Benommen geschätzt, circa, was ich da hinten drin habe. Nein! Okay, es ist alles gut. Wir machen das. Schnitter. Und heilen auf unsere vollen Trefferpunkte. Ich sollte also wieder nicht zu viel rumheulen. Einmal hier schmieden. Machen wir mal das Schmettern, damit es wenigstens ein bisschen mehr verwundbar gibt für einmal Schmettern. Wenn wir die Karte schon haben. Ist halt eine teure Karte, ist ein teures Spielchen. Einmal Schmettern, einmal Doppelschlag. Während des Blenden ist das Muskelspiel teuer. Nehmen wir einmal das. Nochmal einmal das drauf. Und dann machen wir wohl einmal das, auch wenn es ein bisschen weh tut im Herzen. Erstmal mit einer Kopfnuss. Und dann im Muskelspiel wieder. Wobei es jetzt natürlich nicht immer nur kostet. Damit das nicht alles für den Arsch ist. Das Muskelspiel ist erst recht für den Arsch. Immerhin, nur 2 Schaden. Es könnte auch schlimmer sein. Das ist natürlich immer der Fall. Schwäche kennen nochmal. Ein fettes Schmettern. Und der Schnitter. Oh mein Gott, are you kidding me? Wirklich um 1 nicht? Was für ein Sinn für Humor. Was für ein wahnsinnig guter Sinn für Humor. Nimm's gelassen, warte mal einen Meter kurz einmal. Ja. Nehmen wir uns. Ich mag nimm's gelassen. Was schmieden wir denn schon wieder? Da wir schmieden mal das nimm's gelassen wieder. Däne, gehen wir. Ja, warte mal. Nicht vom Kurs abkommen, Gummibaum. Da gibt's auch nicht mehr. Und da gibt's noch ein. Will ich noch eine Elite? Ich habe noch gar keine Elite gehabt. Natürlich will ich eine Elite. Ist ja keine Memme, Gummibaum. Stell dich deinen Ängsten! Okay.
Die nächsten Flüche. Die nächsten zwei. Hauen wir weg. Which is cool. Einmal dir drauf gehört, einmal dir drauf gehört. Schnitte jetzt machen ist. Nee. Lohnt sich aber nicht. Schnappt ihn euch, Jungs. Chiller mal, nicht gleich wieder mit 9-3 anfangen. Nein, 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 nein. Mal einmal Schwäche kennen. Einmal das. Einmal nimm's gelassen. Ding, 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 ding. Einmal dich. Muskelspielschwäche kennen. Oder? Das nächste Mal machst du weder das noch das noch. Nimm uns das Muskelspiel. Das nächste Mal holt er sich nämlich neue Buddies. Kann ich ja jetzt schon sagen. Er holt sich nicht neue Buddies. Ich habe gelogen. Aber ich habe das nicht mit Absicht getan. Ich doch. In aller Deutlichkeit sagen möchte. It just happened. Niki! Fucking Metallschicht. Muss die jetzt gerade da sein? Konnte gerade nicht sein. Ja, jetzt holt er sich neue Buddies. Sorry. Alright. Einmal schmettern. Doppelschlag. Und dann einmal nochmal Schlag. Schwäche kennen? Nein. Heidi. Einmal Muskelspiel. Einmal Kopf. Nuss. Wenn wir die Schwäche kennen, das nächste Mal holst du dir wieder Buddies, glaube ich. Wir nehmen das Muskelspiel. Das Einzige, wo ich mir sicher bin. Ja, jetzt krieg ich jetzt das Muskelspiel. Wieso deppert? Wieso mache ich das nicht gescheit? Wieso hole ich mir nicht das Muskelspiel, dann spiel ich. Mann, man hätte es so schlau machen können. Man hätte so intelligent. Man hätte mal wieder alle beeindrucken können mit einer unglaublich visierten Spielweise. Aber nein. Nein. Nichts dergleichen. Alles wieder Marsch. Wie vorher. 11 ist leider zu wenig für beide von euch. Which is such a sad story. Das ist mir wirklich ein bisschen im Herz wehtun. Oder ich meine, oder Gummibaum, ich weiß nicht, damit einfach den Boss zu fucking killen, statt blöd in der Gegend rumzuscheißen. Ja. Ja, das ist auch eine Idee. Zug beenden. Ja. Reicht euch? Yes, 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 yes. Thank you. Nein, nein. Karte los, man. Nicht schon wieder ihr. Okay, jetzt greift. Nein, jetzt greifen beide an. Ich wollte sagen, jetzt greift wenigstens einer von beiden an und greifen sie nicht beide an. Ihr könnt es ja irgendwie. Es ist auch ein bisschen weniger übertreiben, finde ich. Wollen wir einfach mega blocken? Oder brauchen wir die Metallschicht nicht? Nee, wir haben mal drauf. Blocken! Metallschicht ist für Memmen, auch wenn ich sie mir geholt habe. Wollte damit ein Zeichen setzen. Gegen das allgemeine, viel zu verbreitende Memmentum. Und ja, das sagt man so. Memmentum, das ist korrekt. Metallschicht, Schnitt, da ist gar nichts wert, elf Schaden. Moment. Machen wir zweimal verteidigen, einmal elf Schaden drauf. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Okay, Muskelspiel. Einmal, zweimal Peter. Einmal Metallschicht. Ja, 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 heilen, heilen, heilen. Bla, bla, bla. Jetzt wollen sie wieder alle gleichzeitig angreifen. Wir glauben, es wären cool, aber sind sie nicht. Einmal neun Schaden. Na, wir verteidigen schon wieder einfach alles weg. Das bringt mir das da jetzt blöd zu heilen, wenn ich eh noch 6. Ich heile eh alles schon wieder auf. Jetzt greifen sie wieder beide nicht an. Das Timing ist einfach nur impeccable von ihnen. Jetzt haben wir sich selber geheilt, weil wir eh volles Leben haben. Oh, fühlen wir uns nicht mehr so gescheit, nicht? Ein bisschen dumm gewesen. Jetzt haben wir mal drauf gehauen. Was haben wir hier für einen Schaden? Genug. Mehr als genug. Rein mit der Schreibfeder. Nö, Knopfschlag brauche ich nicht. Vielen Dank der Nachfrage. Wir schmieden. Und zwar schmieden wir diesmal. Entweder Kopfnuss oder Doppelschlag natürlich. Ich glaube, ich mache die Kopfnuss. Servus. Ihr beiden seid mir auch ein Dorn im Auge. Einmal Metallschicht, einmal nimm's gelassen. Und schauen wir mal weiter, wie wir das genau machen. Einmal dir draufgehauen und dann einmal dir draufgehauen. Und dann nehmen wir uns das nämlich gelassen zurück. Jetzt machen wir 18 Schaden hier angeblich. Ist okay. Naja, im Endeffekt sind es ja nur 3. Nimm's gelassen einmal, nimm's gelassen zweimal, Schwäche erkennen dreimal und jetzt ein fetter Doppelschlag. Genau so muss das gehen. Muskelspiel. Ein Schmettherren. Einmal verteidigen. Das heißt, wir blocken da eh fast alles. Der Schnitt, der jetzt ist. Bucket machen wir ihn halt. 19 eigentlich. Aber es war ein bisschen weniger in Wahrheit. Welche Schwäche erkennen können wir jetzt langsam. Langsam müsste das doch für den Garaus machen, oder? Ja, das ist ziemlich. Der Doppelschlag mit der ganzen Stärke, die wir uns schon drauf haben. Zwei Muskelspiele ist ein Muskelspiel zu viel.
Ich meine, Doppeltreffer wäre geil. Eiscreme ist immer geil. Wobei wir jetzt nie das Problem hatten eigentlich. Aber ich will lieber kartenlos werden. Ich weiß, es ist vielleicht ein wenig, wie soll man sagen. Unkreativ, aber trotzdem. Nee, wir könnten uns einen Doppeltreffer holen. Doppeltreffer, Doppelschlag mit viel Stärke ist keine Gefahr. Aber ich habe nur eine Angriffe. Ist auch wieder nicht so fun. Jetzt machen wir mal dich besser. Den Doppelschlag, den Schnitt habe ich nicht besser gemacht, weil es nur ein mageres Damage. Warte. I'm a genius. Wir machen das so. Denne machen wir. So. Denne machen wir vor allem das und holen uns fucking Schwäche kennen wieder. Für den nächsten Zug, wo wir dann die Stärke bekommen. There we go. There we go. 1A gespielt, Gummibaum. Vielen Dank. Drei, also einen von euch will man schon damit killen. Ich kriege 2x24 Schaden zu. Wieder Schaden? Hand ihr drauf. Wir blocken noch einmal. Ist nicht ganz optimal, aber es könnte auch schlimm sein. Okay, du wirst schon wieder deppert werden. Wir machen Metallschicht. Wir machen Muskelspiel. Und wir killen dich. Oh mein Gott. Und jetzt kriege ich einen Schnitter. Ich krieg vor allem einen Hass auf dieses Spiel gerade. Muskelspiel. Okie dokie. Bämst die. Bedämst die. Und Kopfnuss. Ich glaube. Was machst du gerade? Du wirst das nächste Mal greifen? Nein, du wirst das nächste Mal Wuzis holen, nehme ich an. Also nimm mal das Schwäche erkennen. Nein, er macht sich. Ja, na, das ist ein Zug. Bist du deppert. Geile Scheiße. Nein, jetzt. Wie wäre es, wenn ich jetzt einfach keine Verteidigung bekomme, nachdem ich vorher alle bekommen habe? Wäre das nicht voll lustig gespielt? Motherfucker. Doppelschlag. Kopfnuss. Get doppelschlagt again. Next turn. Ich krieg die Schreibfeder nicht rum. Das ist 9 Schaden. Ich meine jetzt. Schauen wir mal, was wir bekommen. Muss leider sein. Aber wenn ich langsam möglicherweise auf den Schwitter auf den Schnitter angewiesen sein werde. Okay, komm. Wie blöd kann man sein? Ich packe im Leben nicht. 63, okay. Hauen wir nochmal fett raus. 75 Schaden. 19 Block holt er jetzt nie wieder neue. Jetzt holt er neue. Ist aber spät. Normalerweise hat er das immer früher gemacht. Ich meine, es ist eh egal, wenn du jetzt top bist, aber. Ich war halt überrascht. 96 Gold. Opfern brauchen wir sicher nicht. Das ist interesting. Wir haben schon eine Energie mehr. Ich brauche nicht unbedingt 5 Energie. Das gefällt mir, wenn wir damit einverteidigen. 1 Mississippi. 2 Mississippi, 3 Mississippi los. Das Aufrüsten taugt man auch. Also nicht so toll, aber es ist fein. Brutalität. Entwaffen ist eigentlich gar nicht schlecht. Also die Brutalität könnte man eigentlich loswerden, meiner Meinung nach. Wobei man das eh recht gut heilen wieder mit dem Schnitter. Ist nicht einmal das Übelste vom Übelsten. 2 Feuer, 3 Feuer, 4 Feuer. Nur kurz ein kleiner. Ob ich da nicht nur 5 Feuer aus den Augenwinkeln sehe. Nein, aber 4 Feuer mit 2 Shops ohne Elite ist mir recht für das letzte Level. Wir haben 335, vielleicht sind 2 Shops übertrieben, aber mal schauen. Okay, wir machen mal. Verbessere alle Handkarten bis zum Kampfende. So viel habe ich aber nicht. Ich glaube, das ist fein. Will ich Brutalität machen? Will ich Brutalität? Brauchen wir auch nicht. Ich blocke mal alles, er wird natürlich irgendwann dann nervig. Aber es war auch kein super Anfang. Jetzt bitte, kriegt sich mal wieder ein, hey. Sag einmal. Not a fan. Wirklich? Hallo, wo sind meine ganzen Angriffe hin? Gibt's hier nicht. Ich glaube jetzt. Wir haben nicht so viele, Vielleicht brauche ich mehr Angriffe. Hey! Nicht da deppert in der Gegend explodieren. Ja, dass ich so dachte. Sicher nicht. Einmal Schwäche kennen, weil wir sollten ihn nochmal am Anfang ein bisschen Schaden hier rauszauen. Ansonsten wird das wieder mal alles nix. Eieiei.
Nehme ich tatsächlich 2 Schaden. Schande über mein Haupt. Bla bla bla. Jada jada. Einmal aufrüsten. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das überhaupt machen will. Ich meine, es nimmt es gelassen. Können wir so oder so machen. Muskelspiel. 19. Ich kill dich schon einmal einfach so weg. Was durchaus Spaß macht. Außerdem bist du dann besser. Bamsti. Okay, jetzt kann man natürlich eigentlich nur noch einmal verteidigen. Wahrscheinlich hätten wir es auch noch irgendwie intelligenter machen können, aber zu viel überlegen ist ungesund. Ey, das ist so wie mit zu viel lesen. Ihr dürft auf keinen Fall lesen. Nur Computerspiele spielen und auch nicht rausspielen gehen. Alles sehr ungesund. Schnitte. Ah, fuck, jetzt spielen wir es halt. Irgendwann muss man ihm auch irgendwie auch wieder was wegnehmen. Kommt sich so gut vor da drüben. Das nervt mich. Nimm's gelassen. Nimm's eh schon sehr gelassen, muss ich sagen. Kräfte bündeln, erschöpfe gar nichts bitte, weil ich nicht einmal die blöde Karte lese, so geschissen ist sie. Verliere Aufrüsten für ihre Brutalität, verliere Servus. Viel Spaß. Schwäche erkennen, Metallschicht, nimm's gelassen. Und ein Schlag. Bamsi. 2 Brennen sind nie nett. Waffnen dich mal. Muskelspiel. Doppelschlagen. Gelassen. Und aufrüsten. Aufrüsten bringt relativ wenig, aber es ist wenigstens ein weiteres Verteidigen, weil eh schon fast alle meine Karten verbessert sind. 18 Schaden. Ich meine, findet man nicht, dass das ein bisschen übertrieben ist, ha? Findet man nicht, dass wir doch ein bisschen chillen könnten. Jetzt geht es mit dem Schnitt da nicht aus, oder? 9? Das geht sich genau aus. Okay, geile Sache. Flammender Hieb? Nein. Ich meine, Flammender Hieb Dings zusammen. Wäre lustig. Interagieren, also aufrüsten. Eine farblose Karte nehmen wir uns doch mit. Da muss Vorsicht sicher nicht. Servus. Wie schauen wir hier aus? Nimm's gelassen. Noch einmal muss nicht sein. Apotheose muss auch nicht sein. Alles zumindest zu ist 2 Stärke und alle Gegner halten 1 Stärke. Ey, keiner dick ist. Die Schwefel. Wir haben mal einen Schlag los. Wobei, ich wollte eigentlich mehr Angriffe haben und jetzt werde ich einen Schlag los. Die Wege des Gummibombs sind unergründlich. Schmieden. Ja, machen wir sie halt mal besser, die blöden Verteidigen, wenn wir sie schon haben. Aber einen Verteidigen will ich dann eigentlich auch noch gerne loswerden. Na, will ich nicht. Shit, jetzt muss ich das zweite Verteidigen, das ich eigentlich loswerden will, schmieden. Na, wir schmieden den Schnitter. Haha. Okay. Flaschentornado. I guess so. Weil das unsere einzige Macht ist. So, jetzt müssen wir mal... Mumifizier... Oh mein Gott. Ich meine, mumifizierte einen Moment, Gummibomb bringt dir gar nicht zu viel. Du hast eine Macht. Chill ein bisschen. Braucht man nicht. Das brauchen wir schon. Es geht sich beides aus. Bamsti, Bamsti. Und das eine Verteidigen kommt auch noch weg. There we go. Easy peasy. Easy win, easy life. Ja, nichts Schlechtes jetzt bitte. Ich weiß gar nicht, was wollte ich denn jetzt noch groß loswerden? Ich hab schon alles verbessert. Fuck. Nein, 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 nein. Definitiv nein. 100% nein. Ganz sicher nicht. No way. Nein. Ha! Actually, yes. Aufrüsten. Bringt nur 5 Block und alle Karten sind eh schon verbessert. Nicht schon wieder, ja. Jedes Mal. Jedes Mal. Dieses Arschloch. Ich kann dich nicht mehr sehen. Niemand mag dich. Du wirst alleine sterben, weil du so ein Arsch bist, dass dich wirklich niemand ausstehen kann in der gesamten fucking Geschichte der Welt. Nein! Fucking Parasit. Jedes Mal. Ich habe auch noch ein kleines Deck. Das heißt, jedes zweite Mal ziehe ich jetzt den depperten Scheiß. Oh, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Oma Mori, ich baue dir eine Statue auf meinem Schreibtisch. Motherfucker. Ha! Kriege mich schon wieder ein. Aber das ist echt der nervige Gegner. Bist du deppert? Bist du deppert? Na, ich werde schon wieder aggressiv. Wenn ich noch nur drüber nachdenke, wie nervig dieser Gegner ist. So nervig. So nervig. Wir machen nochmal Kopfnuss. Ich werde dich erkennen. Der greift dir die ganze Zeit an. Gell? Ich bin so cool. Ich greife an. Fuck you. Nein, wieso mache ich das? Ey, 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 ey. Chill, chill. Junge. Doppelschlag. 7x3. Naja, fein von mir ist. 7x3. Ich muss 7x3 schaden. Du musst aufpassen. Was bist du überhaupt? Knäuelmasse.
Grinnig! Missratene Spaghetti! Das ist alles, was du bist. Missratene, verfaulte Spaghetti. Muskelspiel. Na, regt mich der auf. 32 Schaden sind auf 58. 24 kommen auf 56. Are you shitting me? Komm auf fucking 56 Schaden. Wenn ich 58 machen will. God damn it. Hopp. Muss mich jetzt nochmal ziehen. Nichts davon. Nimm's gelassen. Er macht 46 Schaden. I ruined everything. Wait a second. Trink. Ist da noch drin? Doppel. Doppelschlag. That was incredibly risky. Ja, dann mal zwei Energiekarten, oder? Oh, naja, egal. Ich kann nichts mehr schmieden. Aber das Ausruhen bringt mir auch nichts. Ja, ich habe zu viele Feuer. okay. Werde mal entwaffnet hier. Machen wir mal Metallschicht. Nimm's gelassen. Schmödern. Fertig. Was für ein hochspannender Run, wenn man am Schluss nicht mal das Feuer benutzen kann. Schwäche kennen Muskelspiel. Bamsti. Okay. Gib mir einen Doppelschlag wieder. 22! Nein! Schmetten. Doppel. Ey, wieso bist du wenig. Bin ich geschwächt? Ich bin geschwächt. That's the problem, I see. Dun. Keine Verteidigung sind ja auch unangenehm. Noch einmal schmettern, einmal einen Schnitter. Mal 6 Schaden genommen, den wir sogar ohne das Feuer aufheilen. Aber im Feuer können wir eh nichts anderes machen außer heilen, also we might as well. Einmal, zweimal. Nimm's gelassen. Spielen bringt sich irgendwie nicht. Yay! Einmal Schwäche kennen, einmal Muskelspiel, einmal das und du bist schon. Noch ein Doppelschl. Actually, yes. Können wir auch noch gleich schmieden. Okay, jetzt haben wir wenigstens mal ein Artefakt los. Du fängst gleich mal an mit Bullshit. Weiter verwunderlich. Wir haben leider noch keine Stärke zu bekommen hier. Einmal, zweimal. Doppelschlag. Irgendwann müssen wir die Stärke bekommen. Das Gute wenigstens ist hier an Schwäche erkennen, ist, dass es immer funktioniert, wo ich dann wir es bekommen. Like now. Schmettern. Nicht Doppelschlag. Ich glaube, ich will da kurz entwaffnen drauf haben. Wo ich es grundsätzlich lieber auf einen anderen getan hätte, aber das dauert mir zu lang. Muskelspiel. Schmettern. Nimm's gelassen. Doppelschlag. Ich habe eh noch ein bisschen Heilung, deswegen ist es mir jetzt relativ egal, wenn ich ziemlich viel Leben verliere hier. Und er muss aber so schnell wie möglich sterben, damit er nicht stark genug wird, um wirklich Probleme zu machen. Schon unangenehm. Doppelschlag. Ich bin Doppelschlag, die benommen Nerven. Ich hoffe, ich kill ihn dieses Mal. Dann wird er nicht nochmal stärker. Should be possible. Yep. Pest. Muskelspiel, nimm's gelassen. Okay, noch ein benommen, bitteschön. Wenn dir das Freude macht, dann machen wir es halt so. Das kann man auch noch gleich schlucken. Dun. Gehen wir nochmal Muskelspiel. Sollen wir doch da mal die Benommen losgeworden sein, oder? Ja, das ist nice. Nochmal Muskelspiel, schmettern, Doppelschlag. Dauert länger, als ich gedacht hätte. Ehrlich gesagt, sterben jetzt noch? Oh! Ich meine, noch nicht jetzt, aber. Oh. Bamsti. Verteidigen. Jetzt sollte man aber dann langsam killen. Diese verdammten Benommen sind schon auch sehr unangenehm, muss ich sagen. Gar nicht schön. Okay. Knapper, als ich es angenommen hätte jetzt am Schluss. Fortsetzen. Du ziehst deine Klinge. Und jetzt hoffe ich, haben wir alle drei. Und das war nur ein weirder Bug am Anfang. Ja. Okay, jetzt haben wir alle drei, das ist nächstes Mal.
Fangen wir dann wieder mit dem Eis an. Fangen wir mit der Stillen an. Fragen über Fragen. Muss. Nächstes Mal geht's gegen, hoffentlich gegen den Endboss. Zumindest können wir theoretisch gegen den Endboss ziehen nächstes Mal. Ich hoffe, wenn mir das Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das der Fall war, lasst dann ein Like, abonniert den Channel. Aber vor allem schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba!